Die wohl dramatischste politische Veränderung seit unserer letzten Konferenz wurde ja von Sebastian Wertmüller schon angesprochen. Es ist der Aufstieg der AfD, einer rechtspopulistischen Partei mit einem offen faschistischen Flügel. Und aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts wissen wir, dass der Faschismus der wirklich Todfeind der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaftsbewegung ist. Und Todfeind ist hier wirklich wörtlich zu nehmen. Sollte die AfD eines Tages in Deutschland regieren, werden nicht wenige in diesem Raum sich ernsthaft die Frage stellen und auch stellen müssen, ob sie nicht besser dieses Land verlassen, um Gefängnissen oder Schlimmeren zu entgehen. Ich glaube, wir müssen diese Gefahr des Aufstieges der AfD absolut ernst nehmen. Und umso alarmierender aber ist es, dass die AfD ja auch unter Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben durchaus Unterstützung findet. Und noch erschreckender ist, dass es durchaus auch nicht ganz wenige Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gibt, die mit der AfD sympathisieren oder sie wählen. Das ist ein Thema, dem wir uns stellen müssen und mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und auch wollen. Wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung, und ich glaube, da kann ich auch für alle unsere Kooperationspartner hier sprechen, wir sind überzeugt, dass wir uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter dem Rechtsruck in dieser Gesellschaft und seiner Triebfeder, dem Aufstieg der AfD, auf allen Ebenen und mit allen Mitteln, mit aller Entschlossenheit entgegenstellen müssen. Diesem Aufstieg der AfD, und auch das hatte Sebastian schon angesprochen, müssen wir auch auf der politischen Ebene, auch in politischen Fragen, offensiv begegnen. Und auch deswegen haben wir uns ja für diese Konferenz unter anderem das Motto politischer werden gegeben. Und wir werden zu diesem Thema Umgang mit der AfD in den Gewerkschaften gleich ein Referat auch von Professor Klaus Dörre von der Universität Jena hören. Eigentlich hätte hier heute zunächst Professor Nicole Meyer-Ahuja vom Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut aus Göttingen sprechen sollen. Sie musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Sie hätte uns eingangs ein bisschen die ökonomischen Rahmenbedingungen schildern sollen, unter denen gewerkschaftliches Handeln gerade stattfindet. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass Klaus Dörre diese Lücke ein bisschen füllen und auf diese Fragen kurz eingehen wird. Generell ist es uns wichtig, auf diesen Konferenzen auch immer einen Austausch zwischen kritischer, gewerkschaftsbezogener Wissenschaft und gewerkschaftlichen Praktikern und Aktivistinnen und Aktivisten herzustellen. Oft ergeben sich auch ganz konkrete, nützliche Kontakte zwischen Praktikern aus der Gewerkschaftsbewegung und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es ist insgesamt eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass gerade unter jüngeren Wissenschaftlern das Interesse an Gewerkschaften in den letzten Jahren signifikant zugenommen hat und es wieder sehr viel mehr Forschungen zu Gewerkschaftsthemen gibt. Einen Großteil davon verdanken wir tatsächlich Klaus Dörre, der seinen Lehrstuhl in Jena wirklich gänzlich der gewerkschaftsbezogenen Forschung zur Verfügung gestellt hat oder in weitesten Teilen der gewerkschaftsbezogenen Forschung zur Verfügung gestellt hat. Klaus, es ist ganz schön, dass du hier bist. Du hast jetzt das Wort für den Vortrag. Schönen guten Tag. Der Beifall war jetzt für Florian Wilde. Ja, und das, was ich zu sagen habe, wollen wir erst mal sehen, ob das für Beifall ausreicht. Ich glaube, vor fast 2 Jahren hier in Braunschweig zum ersten Mal in meinem Leben eine 1. Mai-Rede gehalten. Ja, ihr wisst ja gar nicht, ob sie gut war, ja, aber sie ist noch im Netz. Ich werde diesen 1. Mai in Salzgitter machen. Die 1. Mai-Rede in Braunschweig, die stand unter dem Motto Zeitenwende und die in Salzgitter könnte unter dem Motto stehen gefährliche Zeit. Und darüber will ich sprechen. Der Florian hatte mir gesagt, du hältst eine kämpferische, internationalistische Rede, dass es so richtig vorangeht. Das werde ich versuchen zu beherzigen, zumindest wenn ich zum Schluss komme. Aber vielleicht nicht aber, sondern und. Die Zeiten sind eben auch so, dass wir unseren Verstand gebrauchen müssen und sehr genau analysieren müssen, was eigentlich passiert. Und wir müssen genau fragen, was und wie wir kämpfen müssen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und das will ich begründen. Ich will wie folgt vorgehen. Ich formuliere 3 Thesen, die werden etwas über den Rechtspopulismus rausgehen, also die Botschaft ist angekommen. Ich gehe dann kurz ein auf den Umbruch, den wir gegenwärtig erleben.
spreche dann zweitens zum Rechtspopulismus. Ich muss ehrlich gestehen, ich komme gerade aus der Lausitz und habe dort im Braunkohlebergbau geforscht, habe also die Beschäftigten der LEAG, also des Energie- und Braunkohleproduzenten, mit meinem Team hierarchieübergreifend befragen können. Und ich bin noch dabei, das zu verarbeiten. Ich gehe dann vielleicht in dem Zusammenhang auch ein bisschen drauf ein. Und ich komme dann am Schluss nochmal auf Fragen, was sind auf dem Punkt, was sind eigentlich Antworten der Gewerkschaften? Ihr managt mich so, dass ich weiß, dass ich zu jedem Punkt maximal 10 Minuten habe, ja, sodass ich die halbe Stunde einhalte, weil bei der Thematik ist es ausgesprochen schwierig, das alles in einer halben Stunde zu machen. 3 Thesen. Erstens, wir erleben gegenwärtig einen gesellschaftlichen Umbruch, der historisch neu ist. Das behaupten Sozialwissenschaftler immer, wenn sie sich wichtig machen wollen. Diesmal trifft es zu. Ich werde, um das kenntlich zu machen, den Begriff der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise gebrauchen. Und ich werde behaupten, dass diese Zangenkrise gegenwärtig das Herzstück der deutschen Industrie und damit auch das Herzstück der organisierten Arbeitsbeziehungen erfasst. Die 2. These ist, dass der Rechtspopulismus versucht, auf diese Zangenkrise eine Antwort zu finden, beziehungsweise er präsentiert sich als die einzig realistische politische Verarbeitungsform dieser Zangenkrise. Das heißt, er ist in gewisser Weise auf der Höhe der Zeit mit den falschen Antworten. Und drittens, die 3. These lautet, dass die Gewerkschaften gegenwärtig an einer Wegscheide stehen. Sie können sich entscheiden zwischen einer konservierenden und einer transformierenden Interessenpolitik. Und auch das will ich begründen. So, ich beginne mit der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise. Das, was man da sehen kann, das ist, dass wir etwas erleben, was man so bezeichnen könnte. Das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen im Kapitalismus ist die Erzeugung von Wirtschaftswachstum, gemessen an den Indikatoren des BIP oder des Bruttosozialprodukts. Hier kann man sehen, dass wir nach der großen Krise von 2007 bis 2009 zumindest in den kapitalistischen Zentren zwar zu Wachstum zurückgekehrt sind, aber zu relativ niedrigen Wachstumsraten. Wenn das Wachstum niedrig ausfällt, bedeutet das in der Regel, die Verteilungskämpfe werden härter. Das Ergebnis von härter werdenden Verteilungskämpfen sieht man hier. Das ist die Vermögensverteilung der erwachsenen Weltbevölkerung. Und man schaue sich die Spitze der Pyramide an und der Anteil, der dort vorkommt, nicht? Der Anteil an den Weltvermögenswerten. Und dann schaue man auf die unteren mehr als 70% der Weltbevölkerung mit einem Anteil, der wenig über 2% des Vermögens liegt. Diese Vermögenspyramide stammt von Credit Suisse Research, also von dem Forschungsinstitut einer Bank, das immer guckt, wo die großen Vermögen sind, weil da bestimmte Anlagewerte am besten zu platzieren sind. Ungewollt, würde ich sagen, ist das eine Verteilungssituation weltweit, die eigentlich eine vorrevolutionäre Situation ist. Ja. Das sind die bereinigten Arbeitseinkommen. Ich glaube, ich habe noch eine bessere. Naja, wir können alle diese Kurven nehmen. Wenn man die Kurve zusammenziehen würde zu einer Durchschnittskurve der wichtigsten Industrieländer der Welt, dann würde man sehen, dass die bereinigten Arbeitseinkommen im dauerhaften Sinkflug sind und 2013 ein bisschen hochgehen. Aber weit davon entfernt, die Ausgangswerte wieder zu erreichen. Bereinigte Arbeitseinkommen oder Lohnquote ist der Anteil der Löhne an der Wertschöpfung bzw. an dem erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt. Ja. In Deutschland sieht es ein bisschen besser aus, aber man muss sagen, mit Blick auf Europa ist Deutschland das einzige Land, was im Durchschnitt zwischen 2000 und 2009 2% Reallohnverluste hatte. Die spalten sich auf. Die beschäftigten der weltmarktorientierten Industrie, na, ich bin hier in Braunschweig,
in der Automobilindustrie. Die Stammbelegschaften konnten ihr Einkommen in etwa halten, ihre Löhne etwa halten oder sogar ausbauen. Für die unteren vier Dezile, die unteren vier Zehntel der Einkommensbezieher, der abhängigen Einkommensbezieher, trifft das nicht zu. Und wenn man sozusagen außerhalb der Stammbelegschaften schaut, selbst bei VW vermute ich, dass es da auch nochmal anders aussieht als bei den Stammbelegschaften, selbst wenn es Zuwächse gegeben hat, aber doch deutliche Lohnunterschiede. Was will ich mit diesen Daten sagen? Ich überspringe jetzt vieles, nicht, weil ich nicht auf alles eingehen kann, nur eine halbe Stunde habe. Man kann es so zusammenfassen. Nämlich dann, mal gucken, es fehlt eine wichtige, ich habe den PowerPoint leider vorher nicht gesehen, es fehlt eine wichtige Folie, die sähe in etwa so aus. Die würde zeigen, das Wachstum des weltweiten BIP, Bruttoinlandsprodukts, mit einer tiefen Ausbuchtung nach unten 2009. Dann würde sie eine Kurve zeigen mit dem weltweiten Energieverbrauch, und der steigt kontinuierlich. Und dann würde sie zeigen, den Ressourcenverbrauch bzw. die CO2-Emissionen, sind sie da? Ach ja. Ja, wenn man hier guckt, das ist hier so klein, dass ich es nicht lesen kann. Da haben wir es ja. Ja, wunderbar. Also die weltweiten CO2-Emissionen, die mit dem BIP zusammenfallen im Jahr 2009. Das Jahr 2009 war das einzige Jahr, in dem die CO2-Emissionen tatsächlich absolut gefallen sind. Warum sind sie gefallen? Wegen des weltweiten Einbruchs der Industrieproduktion. So, und das reicht, um zu erläutern, was ökonomisch-ökologische Zangenkrise bedeutet. Ökonomisch-ökologische Zangenkrise bedeutet, dass das wichtigste Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen im Kapitalismus die Generierung von Wirtschaftswachstum unter den gegenwärtigen Bedingungen, das heißt auf der Basis von fossilen Brennstoffen, Energie und so weiter, notwendig zur Verschärfung ökologischer Gefahren und Krisen führt. Und wenn es denn erzeugt werden kann, wenn es überhaupt noch erzeugt werden kann, Wirtschaftswachstum, dann werden die Früchte immer ungleicher verteilt. So, daraus resultiert im Grunde aus diesem jetzt sehr knapp zusammengefassten Panorama, dass vor allen Dingen die entwickelten kapitalistischen Länder eigentlich nur noch zwei Optionen haben. Die eine Option ist, Wirtschaftswachstum ökonomisch, vielleicht auch sozial, nachhaltig zu machen. Die andere Option ist, Gesellschaften möglichst auf demokratischem Wege zu stabilisieren, in denen permanentes, rasches Wirtschaftswachstum nicht mehr möglich ist. So, naja, das ist ja erst die Alternative. Und wenn ihr euch mal anschaut, was auf dem Wirtschaftsforum zu Davos los war, dann werdet ihr feststellen, die Eliten sind ratlos. Der französische Wirtschaftsminister hat sich hingestellt und hat gesagt, die Globalisierung war ein großer Erfolg, leider nur für wenige. Und der italienische Ministerpräsident Cinque Stelle, also ein Links-Rechts-Populist, könnte man sagen, sagt, dass der Kapitalismus nicht mehr in der Lage ist, die Grundbedürfnisse eines Großteils der Menschheit zu befriedigen. Wo er recht hat, hat er recht, das stimmt. Da gibt es überhaupt nichts dran zu kritisieren. Der Punkt ist nur, das sind sozusagen die politischen und wirtschaftlichen Kapitäne, die dort versammelt sind und nicht mehr so richtig weiter wissen. Und in dieses politische Vakuum, da bin ich sozusagen bei meinem zweiten Thema, stößt der Rechtspopulismus, der aktuelle Rechtspopulismus vor. Also er geht in dieses Vakuum hinein und antwortet auf die drei beschriebenen Problemkomplexe. Die erste Frage, die soziale Frage, beantwortet er mit dem Versuch, sie zu ethnisieren und zu nationalisieren.
die Antwort auf die ökologische Problematik und den Klimawandel ist Leugnung. Und die Antwort auf die stärkere Verankerung von freiheitlichen, von libertären Werten in unseren Zivilgesellschaften. In vielerlei Hinsicht sind wir ja, kann man schon sagen, freier als jemals zuvor in der Geschichte. Die beantwortet er mit der Rückbesinnung auf ein Gemeinschaftsideal, das tatsächlich die Brücke schlägt zu völkischen Orientierung. Das ist im Grunde das, was wir gegenwärtig erleben. Und ich möchte jetzt keine große Rechtspopulismusdefinition geben, sondern möchte nur andeuten, was ich darunter verstehe und dann die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass rechtspopulistische Orientierungen unter Kolleginnen und Kollegen und inzwischen selbst im aktiven Kreis, im aktivsten Kreis von Gewerkschaftern Zustimmung finden, möchte in dem Zusammenhang auf ein paar empirische Forschungsergebnisse eingehen. Ich habe nur noch 10 Minuten, sehe ich gerade. Die ersten 10 Minuten rum. Ja, das ist... Das. Ich will nicht zu sehr theoretisieren, aber doch kurz sagen, was ich unter Rechtspopulismus verstehe. Wobei man sagen muss, bei der AfD bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie mit rechtspopulistisch tatsächlich treffend beschrieben ist oder klassifiziert ist. Komme ich aber am Ende nochmal dazu und gehe darauf ein. Was verstehe ich unter Rechtspopulismus? Wie jede Ideologie hat Rechtspopulismus 3 Ebenen. Die Ebene der politischen Philosophien, die den wissenschaftlichen Theorietyp zumindest nachahmt. Also Herr Sarrazin ist jemand, der sich darum bemüht, den wissenschaftlichen Theorietyp zumindest nachzuahmen. Ja, mit seinen Aussagen über den Islam oder über die Leistungsgesellschaft, wo er ja wörtlich geschrieben hat, in Deutschland schafft sich ab, dass Deutschland eine Leistungsgesellschaft sei, das Leistungsprinzip steuert, das bedeutet, die Dummen sind unten und die Leistungsfähigen sind oben. Das Problem besteht dann nur darin, wenn wir zu viel Zuwanderung kriegen, kriegen die Dummen zu viel Nachwuchs und auch zu viel Kinder und das führt dann, also fast wörtlich, führt dann eben dazu, dass wir an wirtschaftlicher Leistungskraft verlieren. Das, er arbeitet mit vielen Zahlen, deshalb imitiert er den wissenschaftlichen Theorietyp und kann das in jeder Talkshow erzählen und manchmal ohne, dass es auch nur ein handfestes Argument dagegen gibt. Nicht? Also das wäre das erste Stockwerk. Das zweite Stockwerk ist die Ebene der politischen Organisationen, also da, wo die AfD oder auch ihre Vorfeldorganisationen oder das, was sich da Bewegung nennt, Pegida und andere, sich tummeln, also organisierte Zusammenhänge, die auch eine bestimmte Programmatik entwickeln und versuchen, Massenbewusstsein sozusagen qua Programmatik, qua politischem Auftreten, qua Bewegung zu prägen. Und die dritte Ebene wäre die des Alltagsverstandes. Kenner wissen das, ich beziehe mich auf Antonio Gramsci. Alltagsverstand hat nach Antonio Gramsci immer einen rationalen, einen wahren Kern, einen Bon Sens, den es zu entdecken gilt. Und das gilt auch für den Rechtspopulismus. Ideologien verzerren, aber sie können nur deshalb wirken, weil sie einen rationalen Kern, einen Bon Sens besitzen. Und wenn man sie, etwa rechtspopulistische Orientierung, wirkungsvoll bekämpfen will, dann muss man diesen rationalen Kern, diesen wahren Kern von rechtspopulistischen Orientierungen im Alltagsbewusstsein entdecken. Sonst ist man relativ chancenlos. So, das ist das Ideologieverständnis, mit dem ich arbeite, jetzt sehr kurz zusammengefasst. Ich spitze es mal provokant zu. Auch bei rassistischen Klassifikationen muss man schauen, wo sie nicht nur verzerren, sondern wo sie an sozialer Realität andocken. Nur weil sie das tun, sind sie wirkungsvoll. Sehr provokant, ich weiß, aber andererseits auch wieder nicht so provokant, weil es bedeutet, dass in jeder rassistischen Klassifikation möglicherweise was steckt, was man finden muss und was durchaus rational kalkulierend ist. So, ja, damit bin ich jetzt sozusagen bei unseren Untersuchungen zum Rechtspopulismus. Ich muss dazu sagen, ich untersuche das Problem eigentlich schon seit den 1980er Jahren. Meine Dissertation war damals zur politischen Bildung, zur Bildungsarbeit der IG Metall.
Ich habe nach der Hälfte eines Jugend-2-Lehrgangs mein Mikrofon ausgepackt und gleich der erste Interviewte erzählte mir, dass er bei den zurückliegenden Europawahlen Republikaner gewählt hat. Davon war während der ganzen Woche nichts zu merken. Alles war Thema, industrielle Reservearmee, Arbeitslosigkeit. Aber das war dann überraschend, ich habe nachgefragt. Und ich würde behaupten, dass sich diese Orientierung, die ich damals schon in den 1980er Jahren gefunden habe, dass sie sich sozusagen ausbreiten, dass sie sich verfestigen in einer gewissen Weise und dass sie sich radikalisieren mit der Tendenz, dass jetzt so etwas entsteht wie eine feste Parteibindung an die AfD. Und das ist das eigentlich Neue. Was finden wir oder welche Art von Bewusstsein finden wir in unseren Untersuchungen, die angestoßen wurden? Wir haben eigentlich eine Studie gemacht zu gewerkschaftlicher Erneuerung. Wir haben bevorzugt Betriebe aufgesucht, in denen es rasch, schnell wachsende Organisationsraten gab. Und der einigermaßen erschütternde Befund war dann, dass die gleichen jungen Arbeiter, die sich neu organisieren und auch andere organisieren, nichts dabei finden, auch die Busse zu organisieren, diese Torpegida-Demonstration bringen. So, und da haben wir gedacht, da müssen wir mal nachgucken. Dann sind wir folgendermaßen vorgegangen. Wir haben zunächst mal etwa über das Projekt IG Metall Ost nachgefragt, wo es Regionen gibt, wo wir denn mal die Sonde reinstecken dürfen. Und da war zunächst mal die Antwort, das Problem kennen wir, aber wir lassen mal die Finger davon, wir diskutieren intern, weil sonst fliegt uns möglicherweise der Laden um die Ohren. Ich würde mal sagen, bezogen auf das, was ich in Cottbus gesehen habe, wird gar nicht mehr diskutiert, weil es gäbe überhaupt nicht die Chance von den Mehrheitsverhältnissen im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens wirklich eine kritische Position zur AfD zu beziehen. So, dann gab es aber doch eine Geschäftsstelle der IG Metall und dann im Folgenden auch weitere gewerkschaftliche Gliederungen, die uns haben nachforschen lassen. Und das Ergebnis jetzt sehr kurz zusammengefasst in so 2, 3 Einsprengseln. Das, was wir finden, also wir haben solche Kolleginnen und Kollegen befragt, die sich explizit zu Pegida und der AfD bekennen. Wir haben solche befragt, die explizite Gegner sind. Wir haben politische Sekretäre befragt, die draufschauen auf das gesamte Feld. Und wir haben Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter befragt, um eine Generationenwandel drin zu haben. So, das, was wir übergreifend finden, ist ein dichotomisches Bewusstsein, das an das Arbeiterbewusstsein der späten 1950er Jahre in Westdeutschland erinnert. Strikt dichotomisch oben unten mit 2 neuen Elementen. Es ist eine Dichotomie mit Zusatz. Und mit Zusatz lautet, Arbeiter wirst du nur, wenn du musst. Wenn du was anderes findest, gehst du ins Büro. Verbunden mit dem gravierenden Unterschied zu den 1950er Jahren, auf den Arbeiterstatus gründest du in der Regel kein positives Selbstbewusstsein. Ja? Das ist ein springender Punkt. In den 1950er Jahren, Popitz bat nicht, Arbeiter zu sein war eine Auszeichnung. Man wusste zwar, man ist unten, aber man wusste auch nur, man kann nur gemeinsam aufsteigen. Das ist weg. Und das ist mit 2 Dingen verbunden, die völlig irritierend sind. Wenn man die Kolleginnen und Kollegen fragt, wo sie sich selbst in der Gesellschaft verorten, dann sagen sie in der Mitte. Und das sagen sie auch, wenn sie 1.800 Euro verdienen oder 1.700 Euro im Monat brutto. Ja? Warum? Weil man weiß, in der Mitte wird Normalität definiert. Und wenn man da nicht dazugehört, dann ist man anormal. Ja? Also eine völlig irre Selbstverortung, die auch was sagt über die Klassenvergessenheit unserer Gesellschaft. Nicht? Wenn man die neuen kulturalistischen Klassentheorien anguckt, da sind immer 80% Mitte oder 60% Mitte und die Konflikte finden alle in der Mitte statt. Nicht? Wenn man die gesamte Mitgliedschaft der IG Metall in der Mitte verortet, ja, dann kann man Klassenkampf nicht mehr finden. Ja, das ist, liegt in der Logik der Sache. Nicht? Daran sind auch Soziologen mit Schuld, aber ich möchte mich davon distanzieren. So, und es gibt einen zweiten... Es gibt einen zweiten Punkt, der weniger irritierend ist. Man
alle diejenigen, die sich in der mittleren Mitte oder in der Mitte verorten, diese Arbeiterinnen und Arbeiter, begründen das mit, es kann nicht mehr viel kommen für uns, wenn du einen festen Job hast und einigermaßen Gehalt. Viel mehr geht nicht. Das müssen wir aber sichern, weil jeder kennt andere, denen es deutlich schlechter geht. Die polnischen und tschechischen Leiharbeiter, jeder hat irgendwie einen Hartz-IV-Bezieher oder eine Bezieherin irgendwo in der Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft. Also unten gibt es etwas, einen Status unterhalb der Schwelle gesellschaftlicher Respektabilität, auf den man schnell zurückfallen kann, der droht und das macht Angst. So, das ist das, wenn man so will, das Grundbewusstsein, auf das wir treffen. Das Zitat, was ich da gezeigt habe, ich lese das jetzt nicht vor, war von einer 19-jährigen Arbeiterin, die das genauso sagt, Realschulabschluss, ne? Sehr viel mehr kann nicht mehr kommen. Außer Gewerkschaftssekretärin werden, ja. Das würde noch ausführen. Gut. Naja, bekannter Aufstiegsweg, nicht? So, jetzt etwas schneller zusammengefasst. Wann kippt das nach rechts? Das sieht man in diesem Zitat. Das geht sinngemäß etwa so, jeder Deutsche kriegt etwa 3.300 brutto und ich habe 1.700 brutto und meine Frau 1.700 brutto. Wir brauchen zwei Autos, um die Jobs zu erreichen. Nach Abzug aller Kosten haben wir 1.000 netto, davon müssen wir zwei Kinder versorgen, Essen, Kleidung kaufen. Reicht nicht für Restaurant am Wochenende und reicht auch nicht für eine Woche Urlaub im Jahr. Bin ich etwa kein Deutscher? Das Deutschsein wird zur Chiffre auf Gleichbehandlung. Ja, wenn man nichts anderes hat, appelliert man an den Nationalstaat, an den nationalen Wohlfahrtsstaat. Das ist sehr nah dran am sozialdemokratischen Arbeiterbewusstsein früherer Jahrzehnte. Ja, ist gar nicht weit davon entfernt. So, und das Deutschsein hat aber natürlich auch was Ausschließendes, was gewissermaßen bedeuten kann, Deutsche zuerst. Das ist übrigens genau das, woran die AfD andockt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Rentenkonzept der Thüringer AfD, Produktivitätsrente, Rentenniveau anheben auf 52% Minimum. Die Begründung dafür ist auch zum Teil völlig richtig, zu niedrige Löhne sind schuld an zu tiefen Renten. Ja, alles richtig. Aber die Produktivitätsrente soll es nur geben für deutsche Staatsbürger. Für deutsche Staatsbürger. Dann könnt ihr euch ja mal am Band umschauen, hier in Braunschweig oder so, wer da alles steht und wer die Rente dann nicht kriegen würde. Nicht? Das bedeutet, diejenigen, die nicht Staatsbürger sind, würden mitarbeiten. Für diejenigen, die Staatsbürger sind und werden auf kaltem Wege enteignet, für die gleiche Arbeit anders behandelt. Das ist ein Sprengsatz für gewerkschaftliche Solidarität. Aber genau an das knüpfen die an. Der dritte Punkt, ganz wichtig, das ist die Radikalisierung jetzt des Rechtspopulismus. Das würde ich so beschreiben, wenn man sich selbst permanent als Objekt gesellschaftlicher Abwertung wahrnimmt, liegt es nahe, muss nicht zwangsläufig sein, aber liegt es nahe, dass man sich selbst aufwertet, indem man andere abwertet. Also ich habe das in der Lausitz jetzt wieder erlebt. Ja? Da ist es noch so in diesem Energieversorgerunternehmen, dass man stolz ist, Arbeiter zu sein. Selbst die Techniker sagen, sie seien Arbeiter. Aber in dem Konflikt um den Kohlebergbau fühlen sie sich natürlich gesellschaftlich überhaupt nicht mehr gewertschätzt, sondern an die Wand gehämmert. Ja? Mit allem, was dazugehört. Ja? Und das führt dann dazu, dass genau dieser Mechanismus einsetzt. Ja, 20 Minuten sind zu Ende, gut. Ich mach den dritten Punkt kürzer und lieber diesen ausführlicher. Das führt genau dazu, dass dieser Mechanismus einsetzt. Man wertet sich selber auf, indem man andere abwertet. Ja? Und wenn man das Zitat da sieht, das Zitat stammt von einem ehemaligen stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, ist es jetzt nicht mehr. Der hat einen der erfolgreichsten Kämpfe der Geschäftsstelle angeführt, der dazu geführt hat, dass der ausgegründete Betriebsteil reintegriert wird, mit der Folge, dass 200 Kolleginnen und Kollegen, 100 Kolleginnen und Kollegen mehrere hundert Euro mehr in der Tasche haben jeden Monat, weil jetzt wieder unter Tarifbindung. So, und der gleiche Betriebsrat sagt, ich hätte nichts dagegen, Buchenwald wieder aufzumachen, die Flüchtlinge rein, wir draußen nicht verbrennen, humane Konzentrationslager, ja, aber klar machen, dass sie nicht bleiben können und raus müssen. Ja. Wir haben erst gedacht, wir haben immer diskutiert, ob wir das Zitat überhaupt mit reinnehmen in die Auswertung, weil es besonders radikal ist. Sehr extrem, das stimmt.
aber vom Grundzug her sehr viel feiner argumentieren andere, die mit Pegida und der AfD sympathisieren, ganz ähnlich. Die sagen, am Anfang war nur die AfD für diese Aufnahmelager, wie heißen die gleich wieder, diese Ankerzentren. Ja? Jetzt sind es die ganzen Parteien. Ja? Und ist doch richtig so. Also, bitte? Das stimmt. Alle für sie in Frage kommende Partei. Ja. Wobei, auch da muss man, also das wäre jetzt noch mein eigenes Thema, ich will das nicht auswalzen. Bezogen auf die wir so treffen, da sind auch Betriebsräte dabei, die vorher fest bei der Linken waren. Ja, das muss man ganz klar sehen. Ich komme auf den Punkt nochmal, was die treibt. Ein ganz wichtiger Punkt. Und dann mache ich noch einen und dann fasse ich es zusammen. Wenn man die Betreffenden attackiert als Verächter oder Gegner von Demokratie, was man auf der Basis unserer früheren Untersuchung immer hätte machen können, nicht? Da war immer so ein Leitsatz, ein bisschen weniger Demokratie könnte auch sein und wenn sie weniger kosten würde und so. Das ist jetzt völlig anders, weil alle, die sich rechts außen verorten, sich als die eigentlichen Demokraten verstehen, plädieren alle für mehr direkte Demokratie. Unisono wollen sie ein System wie in der Schweiz mit mehr Volksbefragung. Und man muss auch wieder lange bohren, um sozusagen auf den problematischen Kern der Demokratievorstellung zu kommen. Ja, sie gehen eben davon aus, dass wenn das Volk direkt befragt wird und das Volk sozusagen als homogenes gedacht wird, als eine kulturelle Einheit, der gesunde Menschenverstand sich schon durchsetzen wird und deshalb die Demokratie dazu führen wird, dass sich ihre Vorstellung, Todesstrafe für Sexualstraftäter, rasches Ab- und Ausweisen, dass sich das mit demokratischen Mitteln besser durchsetzen lässt. Der, glaube ich, schwierigste Punkt überhaupt in der Untersuchung ist das, was ich Gewaltoptionen nennen will. Es hat bei niemand von diesen alles organisierte Gewerkschafter, zum Teil in Funktionen und Betriebsräten, eine klare Ablehnung von Gewalt gegen Minderheiten Andersdenkende gegeben. Sie setzen sofort relativierende Argumente ein. Und das wirklich schwierigste Argument, was aber häufiger auftaucht, ist das Notwehrargument, was dann so lautet, wir sind in einer Ausnahmesituation, es droht Umvolkung, wir sehen, was auf unseren Straßen passiert, was die mit unseren Frauen machen und so weiter und so weiter. In einer solchen Situation darf man nicht nur immer die Backe hinhalten, sondern Notwehr ist erlaubt. Also es ist die Konstruktion, Karl Schmidt, der Hausjurist der Nazis, in der Bundesrepublik dann wieder zu Ehren gekommen, immer vom Extrem ausgehen, die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen als Bürgerkriegssituation deuten, um den Ausnahmezustand zu rechtfertigen. Schauen wir mal gerade in die USA, was Trump macht. Ja? Schauen wir in die USA, was Trump macht. Aber genau in dieser Logik liegt das. Und genauso wird das von oben, von der AfD, von Pegida und so weiter bedient. Ich will eine Sache noch ansprechen, dann aber doch die Zusammenführung und dann das Überleiten zu Konsequenzen. Alle diejenigen, die da rechtsradikal, rechtspopulistisch orientiert sind, sagen, es stimmt mit dem System was nicht. Und wenn man dann nachfragt, kommt ganz Unterschiedliches. Nicht? Von den Banken über Europa bis zum Rentensystem, was nicht funktioniert. Aber es ist immer so das Argument, also ist was grundsätzlich ins Rutschen gekommen und es muss sich was Grundlegendes ändern. Deshalb hilft ein bisschen mehr Kindergeld da gar nicht. Also gut, dass es das gibt, ja, und ein bisschen mehr Wohngeld oder so, alles gut. Aber zu glauben, dass man damit rechtspopulistische Orientierung wirksam bekämpft, das ist ein Irrtum, weil es steckt die Frage nach glaubwürdiger Politik und anderen gesellschaftlichen Verhältnissen drin, auch wenn sie auf problematische Weise gestellt wird. Der Kausalmechanismus, der zwischen System und Volk vermittelt, in deren Denken, Gesellschaft gibt es nicht, es gibt nur System und Volk wird homogen gedacht, als nationale Gemeinschaft.
Der Kausalmechanismus ist die Verschwörungstheorie oder die, ja, die Verschwörung gegen die Deutschen, gegen die deutschen Interessen und so weiter. Mit dem baut man sich die eigene Welt zusammen. So, und wie kann man das zusammenfassen? Ich würde sagen, wenn ich von Mitte der 1980er Jahre bis zur Gegenwart gehe, dann finde ich etwas, was Ali Hochschild bei ihrer Untersuchung der Tea Party-Bewegung in den USA und der Wähler im tiefen Süden der USA, also der Anhänger der Tea Party-Bewegung, als Deep Story, Tiefengeschichte, bezeichnet hat. Tiefengeschichte meint eine Geschichte, die sich für diejenigen, die sie erzählen, so anfühlt, als sei sie die Wahrheit. So, und wie geht die Tiefengeschichte, die ich finde bei denen, die ich jetzt über viele Jahrzehnte hinweg befragt habe? Es ist wie bei Ali Hochschild. Sie wähnen sich in einer Schlange, die am Berg der Gerechtigkeit ansteht. Und das schon ziemlich lange. Und der Fortschritt in der Schlange wird immer wieder aufgehalten. Es kommt immer wieder was Neues. Globalisierung, Wiedervereinigung. Permanent muss man Opfer bringen, aber es geht nicht vorwärts. Man kommt den Berg der Gerechtigkeit nicht hoch, der Aufstieg ist blockiert. Und dann kommen nach der großen Krise und der Krise der EU, wo plötzlich Geld da war, kommen die Flüchtlinge, die Migranten. Und dann wird etwas, was als Unterströmung vorhanden war, in einer Gelegenheitsstruktur sozusagen zu etwas, was sich politisch, parteipolitisch verselbstständigt. Der populistische Moment würde Goodwin das nennen. Und die Erzählung dazu geht so. Jetzt haben wir jahrelang in der Schlange angestanden. Wenn ich im Osten gestanden habe, dann wurde mir versprochen, als Deutscher erreichst du bald Bestniveau. Davon bin ich weit entfernt und die Kluft wird sogar wieder größer in jüngster Zeit. So, und jetzt kommen die, gemeint sind die Flüchtlinge. Und denen wird plötzlich alles gegeben. Plötzlich ist Geld da für Sprachkurse, für Infrastruktur und so weiter und so weiter. Weshalb habe ich mich eigentlich angestellt? Wenn diejenigen, die keinen Beitrag geleistet haben für die Sozialkassen und so weiter, plötzlich bevorzugt werden, so wird das wahrgenommen, als Bevorzugung, und ich muss mich weiter hinten anstellen und komme nicht voran. Das ist die Tiefengeschichte, wenn man so will, der rationale Kern, der aber eine falsche Kausalität benennt. Natürlich haben die Flüchtlinge überhaupt nichts damit zu tun, dass ich in der Warteschlange vor dem Berg der Gerechtigkeit warten muss. Das Rentenniveau ist von ganz anderen gesenkt worden und so weiter. Ja, also die Kausalmechanismen sind, wie wir alle wissen, falsche, aber das Empfinden ist genau dieses. Und das ist das Empfinden, an das die AfD andockt, und ich fürchte, dass sie im Osten noch nicht mal ihr Potenzial ausgereizt hat, weil das Denken in diesen Kategorien sehr weit verbreitet ist. So, und jetzt komme ich zum Schluss. Was können wir eigentlich tun? Erstens, das Allerwichtigste ist, dass wir das Problem nicht kleinreden dürfen. Es gibt ja so ein bisschen Befürchtung in den Gewerkschaften, wenn man da zu viel drüber redet, dann beschmutzt man den eigenen Frack. Also um es klar zu sagen, das ist Quatsch. Alle Erfahrungen im Umgang mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus zeigen, wenn man das Problem verschweigt, wird es größer. Ist noch nie anders geworden. Die Empfehlungen, die es in dem Zusammenhang gibt, lasst sie doch mal regieren, dann wird man sie schon erzaubern. Die kriegen wir gerade in Italien vorgeführt. Ja? Die Lega war bei 15%, in der Regierungsverantwortung ist sie jetzt inzwischen bei den Umfragen über 30%. Und das mit einem Sprecher, der die Rassentrennung in den öffentlichen Verkehrsmitteln fordert, Salvini. Ja? Also die entzaubern sich von selbst überhaupt nicht. Wichtig ist eine Auseinandersetzung. Zweitens, die Auseinandersetzung muss differenziert geführt werden. Das kleinste Problem sind gegenwärtig noch die rechtsoppositionellen Betriebsratslisten, über die ein Riesenbohai gemacht worden ist, wie das Zentrum Automobil. Nicht? Die sind quantitativ unbedeutend. Sie sind aber nicht ungefährlich, weil sie in der äußersten militanten Rechten verankert sind. Und wenn das richtig ist, was ich in Interviews gelesen habe, die ein Masterstudierender bei mir macht, dann sind Leute wie dieser Heise in Untertürkheim Gruppensprecher. Nah an den Leuten dran. Ja? Also sie sind nicht ungefährlich, weil außerordentlich militant. Das größere Problem sind aber die Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter Gewerkschafter, die eigentlich einerseits gute Gewerkschafter sind, aber sagen, mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat im Betrieb
und mit der AfD in der Gesellschaft und für politische Orientierung. Und das noch größere Problem sind diejenigen, die sie unterstützen. Also führen wir uns vor Augen, 30% der Arbeiter auch in Baden-Württemberg die AfD gewählt haben, 37% in Sachsen-Anhalt. Bei den Bundestagswahlen waren es 12,6% AfD, aber es waren 15% der Gewerkschaftsmitglieder, 19% der Arbeiter und 24% der Arbeiter im Osten. Ja. Also, dort muss eine Auseinandersetzung geführt werden und die muss A, sachlich geführt werden, aber zweitens mit einer klaren Kante. Wo muss sie sachlich geführt werden? Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dem Rentenkonzept der Thüringer AfD. Das muss man auseinandernehmen können, auch mit seinen Schattenseiten, wobei man klar sagen muss, dieses deutsche Staatsbürger zuerst wird im Osten auf große Sympathie treffen. Ja? Und da gibt es auch nicht die multinationalen Belegschaften in diesem Ausmaß. Aber man muss zeigen, völkische Solidarität ist ein Sprengsatz für gewerkschaftliche Solidarität. Gewerkschaftliche Solidarität kann nur funktionieren, wenn sie über Nationalität, Ethnie, Geschlechtergrenzen hinweg praktiziert wird. Ansonsten ist sie wirkungslos bzw. findet gar nicht statt. Es ist eine Form der Klassensolidarität. Das ist der entscheidende Punkt. Aber man muss klar sagen, die Rentenpolitik auch der jetzigen Koalition ist verfehlt. Die bügeln jetzt gerade aus, was sie eingerissen haben. Ja, mit den Hartz-Reformen, dem Niedriglohnsektor, den sie groß gemacht haben und den Konsequenzen, die die Prekarisierung der Arbeitsgesellschaft für die Renten hat. Ja, da liegt das eigentliche Problem und darauf muss man orientieren und muss darauf hinweisen und muss zeigen, dass ein solches Konzept sozusagen in einer Partei, die gleichzeitig fordert, den EU-Binnenmarkt zu erhalten, aber alle Regulierungen abzuschaffen, die Bundesanstalt für Arbeit abschaffen will und damit auch die Arbeitslosenversicherung, ja, in der es Leute gibt wie Meuthen, der sagt, ja, bitte schön, am besten gar keine gesetzliche Rente, sondern alles privatisieren. Ja. Da läuft das zusammen mit dem Thüringer, mit dem Rentenkonzept des Thüringer Nationalsozialen Flügels. Ja. Wie soll das zur Politik werden? Ja? Es ist sozusagen eine demagogische Verbindung und man muss genau an diesem Spalt auf der einen Seite das Nationalsoziale, auf der anderen Seite das Marktradikale und Marktaffine, da muss man natürlich reingehen und muss sie sozusagen auch da an ihre Grenzen führen. Wo muss klare Kante sein? Klare Kante muss meines Erachtens sein bei der Klärung des Verhältnisses zur AfD. Die AfD ist keine Partei wie jede andere. Keine demokratische Partei wie jede andere. Die Gefahr ist, dass die Anhängerinnen und Anhänger der AfD auf die parteipolitische Neutralität der Gewerkschaften drängen. Mit parteipolitischer Neutralität meinen sie aber, dass die AfD dann faktisch die Vetomacht hat für das, was Gewerkschaften noch politisch sagen dürfen und was nicht. Das würde bedeuten, den antifaschistischen Grundkonsens, aus dem die Gewerkschaften entstanden sind, nicht nur in der Bundesrepublik, aber auch in der Bundesrepublik, den völlig ad acta zu legen und den Wirkungsspielraum der Gewerkschaften auf betriebliche Interessenvertretung festzulegen. Wie das zu praktizieren sein soll in Zeiten der ökologisch-ökonomischen Zangenkrise, ja, wo es sozusagen in der Automobilindustrie große Verwerfungen gibt, also im Herzstück der deutschen Industrie Verwerfungen geben wird, wegen der Erreichung der Klimaziele. Es wird ja nicht bei der Umstellung auf E-Mobilität bleiben. Ja? Es wird eine radikale Veränderung des gesamten Mobilitätssystems bedürfen. In einer solchen Situation auf Politik zu verzichten, käme dem politischen Selbstmord der Gewerkschaften gleich. Deshalb ist die AfD ein Sprengsatz. Nicht nur für gewerkschaftliche Solidarität, sondern auch für die Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaften und muss deshalb entschlossen bekämpft werden. So, ich muss zum Ende kommen. Ich hatte jetzt 16 Vorschläge, was man eigentlich machen muss. Aber der PowerPoint ist ja da, ja, und es gibt auch so ein Papier Arbeit und Nachhaltigkeit, wo ich das alles aufgeschrieben habe, könnt ihr auch haben. Aber ich will wenigstens eine Sache noch sagen. Die habe ich ganz am Schluss des PowerPoints. Also, wenn ich ihn jetzt noch finde, ich kriege es aber auch so aus dem Kopf. Wenn die Rechten die Systemfrage stellen, dann können sich Gewerkschaften, kann sich die politische Linke
Alle demokratischen Kräfte können sich aber auch die Gewerkschaften nicht damit begnügen, sich auf Betrieb und Unternehmen zurückzuziehen. Dann müssen Sie, das ist ja die gravierendste Schwäche der Linken und aber auch der Gewerkschaften, dann müssen Sie die Systemfrage selbst stellen und beantworten. Das unterscheidet konservierende von transformierender Interessenpolitik. Konservierende Interessenpolitik ist, wenn man sagt, ich halte so viele Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, wie ich kann, Punkt. Selbstverständlich müssen Gewerkschaften sagen, sie halten, versuchen Beschäftigung zu sichern. Aber sie müssen es natürlich auch mit Blick auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsziele tun. Und wenn sie das tun, dann reicht es eben nicht zu sagen, ich halte so viele Arbeitsplätze wie nötig, sondern dann muss ich sagen, welche Art von Produkt zu welchem Zweck wozu eigentlich produziert werden soll. Ich glaube schon, dass man Gründe finden kann, auch in Zukunft Autos zu produzieren, zum Beispiel in den menschenleeren Dörfern im Osten, so ein selbstfahrendes Auto für ältere Leute, um überhaupt noch an eine Infrastruktur anzudocken, könnte was Sinnvolles sein. Ich will mich jetzt darauf nicht festlegen, könnte was Sinnvolles sein. Ja, ist aber was anderes als so ein SUV, wie er gegenwärtig gebaut wird. Ja? So, na Leute, das mit dem SUV, das habe ich jetzt gemacht, das war billig. Ne? Wenn ich mit dem Laptop anfangen würde und dem Energieverbrauch über das Internet 10% der Energieressourcen, die über das Internet schon verbraucht werden, dann kriegen wir eine komplizierte Diskussion. Aber, da ich zum Schluss kommen muss, entscheidend ist doch, dass die Frage des Was, Wozu, Wofür der Produktion, bei der es inzwischen um Überlebensinteressen geht, nicht kleinen Manager-Eliten vorbehalten bleiben darf, die im Wettbewerb dann gelegentlich auch noch zum Pfuschen neigen. Das, was wir tun müssen, ist sozusagen die Frage nach Entscheidungsmacht zu stellen. Es geht nicht einfach nur um klassische Umverteilungspolitik von oben nach unten, darum geht es auch, ganz wichtig, und von den Starken zu den Schwachen. Es geht auch und gerade um die Neuverteilung von Entscheidungsmacht. Um gesellschaftliche Entscheidungen über das Was, Wie und Wozu der Produktion. Das heißt, die Systemfrage demokratisch zu stellen, weil es nämlich bedeutet, dass man wirtschaftsdemokratisch intervenieren muss in das, was gegenwärtig passiert. Das heißt im Grunde nichts anderes, als den Kapitalismus aus den Angeln zu heben. Und darüber müssen wir leider wieder reden.